Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jensmann and the Huns. Heute mal wieder schwer im Wildvogeleinsatz. Wir bauen heute nochmal, muss ich sagen, ein Futterhaus. Ein Video habe ich ja dazu schon mal gemacht. Dieses Video stelle ich eigentlich nur hoch, weil ich euch mal eine andere Version davon zeigen wollte. Und zwar eine, bei der man das Dach aufklappen kann. Bei dem letzten Modell musste man das Dach ja komplett abnehmen. Aber dieses Häuschen, was heute kommt, das ist für Schwiegermutter. Und Schwiegermutter ist ja auch schon so ein bisschen betagter und von daher will ich ihr das mit dem Dach abnehmen ersparen. Ja, das Häuschen, was ihr jetzt gerade seht, das steht bei mir im Vorgarten. Und aktuell ist das auch Hühnerspielplatz. Naja, die grasen da halt so ein bisschen rum. Also, das Ding bauen wir heute. Ich bin gespannt, wie es zum Schluss wird, weil wie gesagt, dieses Klapppatent habe ich noch nicht gemacht. Auf geht's! So, im Gegensatz zu den anderen Häuschen, die ich gemacht habe, kriege ich dies hier noch eine Besonderheit. Ich habe jetzt hier oben noch eine Leiste reingezogen. Das hätte man vielleicht auch vorher machen können. Aber okay, jetzt habe ich halt zwei gemacht. Und hier kommen jetzt Scharniere drauf, damit man das Dach nicht abheben braucht, sondern damit man das Dach klappen kann. Das habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Ist eine Premiere. Und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Das ist denn mal der jetzige Stand der Dinge. Jetzt weiß ich nur noch nicht so richtig. Also abgesehen davon, dass der Dachüberstand jetzt auf einer Seite logischerweise ein Zentimeter mehr ist, weil ich es hier oben ja vorgeschraubt habe. Ne? Also ist diese Seite ja jetzt logischerweise um die Materialstärke dicker. Ne? Ja, jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich der Scharnier da reinkriege. Muss ich mal gucken. Ansonsten gefällt mir das Gerät richtig gut. Schön groß ist es. Wunderbar.
So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt mal was überlegt, da das ja mit den Scharnieren so rein gar nicht geklappt hat, habe ich jetzt ein paar, ja, diese Schubladendinger, keine Ahnung, wie die jetzt heißen, ne, die an den Schubladen dran sitzen, dass man die Schubladen ausziehen kann. Sowas werde ich jetzt hinbauen und dann kann man das ganze Dach so zur Seite schieben. So ist der Plan. Die Dinger sind bestellt. Bis die da sind, bastel ich noch ein bisschen weiter und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und wenn nicht, ja, dann weiß ich jetzt gerade auch noch nicht. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt sind wir schon mal ein Stückchen weiter, weil dieses hier wird jetzt der Standfuß. Und da das Dach ja jetzt zur Seite aufgeschoben wird, habe ich unten auch noch eine Verstrebung reingemacht, weil dann hängt ja auch ein bisschen mehr Gewicht auf einer Seite. Ne, da unten kommt jetzt noch ein schönes Kreuz runter, damit das Ding richtig steht. Jo, dann wird es draufgeschraubt. So sieht das bis jetzt aus, ne? Wollte ich euch noch mal zeigen. Kleiner Zwischenstand. Fuß ist zusammen. Das ist jetzt natürlich nur provisorisch festgemacht. Jetzt muss ich es ja erstmal noch ölen und dann muss ich es ja wieder auseinanderbauen. Und die Plexiglasscheiben müssen ja auch noch vor, bla bla. Aber so sieht das bis jetzt erstmal aus. Und den Schiebemechanismus, den kann ich ja eh erst bauen, wenn das Ding überhaupt da ist. Eine Dacheindeckung kommt da natürlich auch noch drauf. Joa. Geht's weiter, ne? Jetzt ist das Gerät schon mal geölt. Das Dach kommt, wie gesagt, natürlich noch was drauf, eine Dachandeckung. Ja, einmal von oben bis unten durchgeölt. Jetzt kann das trocknen. Und wenn die Schienen da sind für diesen Dachmechanismus, den ich davor habe, dann schraube ich weiter. Für jetzt ist erstmal Feierabend. Bis denn. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter. Die Schienen sind da. Für den Schubladenauszug. Das Schöne bei den Dingern ist, erstmal ist ein Vollauszug. Die gehen also richtig lang und zum anderen rasten die hier oben ein. Wenn man das Häuschen zuschiebt, klack, dann geht das Dach nicht von alleine auf, wenn der Wind ein bisschen huscht. So ist zumindest der Plan. Also basteln wir jetzt mal ein paar Leisten, die schrauben wir dann da oben rein und dann gucken wir mal, wie das wird. So, das wäre der Schienen Nummer 1. Funktioniert dann praktisch so, dass man das ganze Dach mit Häuschen
Nab hier aufschieben kann. Hier ist ein Anschlag und beim Zurückschieben ist hier der nächste Anschlag, dass das Dach nicht zur anderen Seite überklappen kann. Ich denke, das gefällt mir, andere Seite auch noch und dann schauen wir mal. So, da ist mal festgeschraubt. Erster Probelauf. Geil, oder? Total klasse. So, jetzt ist die Scheibe wieder vor, oder besser gesagt die Scheiben. Wenn ihr irgendwas baut mit Plexiglasscheiben, empfehle ich euch auf jeden Fall, nehmt Sprenglerschrauben. Ne, wenn ihr da mit normalen Senkkopfschrauben dran geht und ihr zieht die richtig an, dann splittert euch die Plexiglasplatte. Ne? Durch die Gummischeibe, die unter den Sprenglerschrauben ist, ist das denn alles total schmusi. Ne, da drückt nichts, da reißt nichts. Wunderbar. So ihr Lieben, es ist vollbracht. Das Dach ist drauf, das Dach ist fertig. Nach wie vor sehr geil. Hier vorne in dem Bereich, wo die Plexiglasscheibe sitzt, kann dann befüllt werden. Von dieser Seite geht es nicht, weil da eine Schiene sitzt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin zufrieden. Man muss das Dach nicht abnehmen. Das war der Sinn der Sache. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Details. So, darunter ist jetzt natürlich ein Spalt, aber das lässt sich jetzt nicht anders lösen wegen den Scharnieren. So, hier sind dann die Futterrinnen, da kommen jetzt noch ein paar Sitzstangen dran und dann ist das Teil fertig. Das mit meinem Fuß, das funktioniert ja auch wunderbar. Dass die Schrauben hier noch nicht drin sind, weiß ich. Ja, also das Ding wird erst da zusammengebaut, richtig, wo es hingehört. Und Spatzenfüttern während der Steilpflicht ist ja überhaupt kein Thema. Ich verlinke euch da unten mal ein Video von Dr. Bene vom Dinosaurer-Kanal bezüglich Spatzen und Überträger von Vogelgrippe. Gut, ich glaube, das war's. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss, euer Jensmann.